Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein 2. Wir schließen den Trainingsparcours mal ab und dann können wir ja neugeboren hier uns mal wieder durch die Gegend bewegen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wären die anderen Dinger doch ein bisschen besser gewesen, keine Ahnung, aber. Ah, sprich mit Grace. Caroline, danke. Nimm sie ihre Flügel zurück. Ich brauche sie nicht mehr. Jetzt haben wir auch 100 Leben, endlich mal. Jetzt haben wir unseren kaputten Körper. Sind wir den mal losgeworden? So, Schießtraining brauchen wir nicht mehr. Mau. Es ist wirklich bemerkenswert, Sie vor mir zu sehen. Ihre Haft und die öffentliche Hinrichtung waren die am strengsten bewachten Ereignisse in der gesamten Geschichte des Fernsehens. Überall Regimesoldaten. Und trotzdem stehen Sie hier vor mir. Wissen Sie warum? Sie sind nur dank Anja hier. Sie hat nie aufgegeben. Als Grace Rettungsplan fehlschlug, erinnerte sich Anja daran, was ich mit Shoshana vollbracht hatte, und fragte mich, ob das auch mit Ihnen möglich wäre. Sie machte mich auf den Körper des Maschinensoldaten aufmerksam. Sie holte sogar ihre Waffen aus den Ruinen des Bauernhauses. Sie ist wirklich unnachgiebig. Ja, das ist sie. Die muss man sich warm halten. Das habe ich vor. Ach, warte mal, Shoshana, ich glaube, das ist die Katze. Na gut, dann ist klar, warum die da schneller durch ist. Ich glaube nicht, dass das schaffbar ist. Okay. Finde ich schön. Na? So. Da ist gerade zu. Oh, hat Max hier ein bisschen rumgemalt. Ob die nochmal zum Einsatz kommen? Ich weiß ja nicht. Frag mich allerdings auch, warum das Labor von ihm jetzt gerade zu ist. Ja. So viel haben es ja leider nicht geschafft. Um Vorgänger. Schläfst du? Oh, ich will mich nur etwas ausruhen, bevor wir New Orleans erreichen. Ist eine lange Reise. Nur für ein paar Minuten. Kannst du mich in den Arm nehmen, William? Ich habe ihn getroffen. Ich sah ihn und hatte keine Angst mehr. Oh, William. Und deine Mutter. Was war das in der Garage? In der Garage? Als du mich retten wolltest. Frau Engels Männer haben dich da attackiert. Es fehlen Schüsse. Ach, das war nichts. Wir hatten halt ein paar Tricks auf Lager. Genau das hat Superspech gesagt. Hey. Du hast meine Frage nie beantwortet. Welche? Ist das real? Oder bin ich im Himmel? Oh, Herr Blazkowicz! Oh, Hi. Herr Blazkowicz! Ich habe im Fernsehen gesehen, was sie Ihnen angetan hat. Es war schrecklich. Es tut mir leid.
Es tut mir so verdammt leid. Ja, sehr gut. Jetzt muss ich dringend aufs Klo. Vielleicht zünden sie lieber ein Streichholz an oder so. Oh, mein Gott! Das stinkt! Ja, das ist halt... Kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass das da jetzt alles gar nicht mehr real ist, sondern dass er sich das halt einfach vorstellt. Ich meine, abgedreht, klar, sind die Teile ja teilweise immer schon ein bisschen gewesen. Also, ja, eigentlich... Wie gesagt, also den Wolfenstein 3D habe ich halt nie gespielt. Aber selbst bei Return to Castle Wolfenstein, das war ja da schon mit übernatürlichem Gedöns. Es würde halt ein Setting passen. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass sich das halt einfach jetzt alles hier vorstellt. Nein, ist noch da. Immerhin. Mal sehen, ob Grace was für mich hat. Wofür ich diesen neuen Körper nutzen kann. Du pennst noch ein bisschen, Max. Ich glaube, der hat auch seine Kekse noch nicht angerührt. Der ist sein, ja. Hält sich dann doch noch gut zurück. Na, ihr Hacker? Ist keiner da. Boah. Doch. Jo. Jo. Hab den Prozess gesehen, Mr. Blasco. Was für eine Farce. Wie dieser Affenzirkus, als sie Grace den Mord anhängen wollten. Was? Willkommen zurück, Blaskovic. Naja, passt. Kriegen wir hin. Na gut, dann bin ich mal gespannt, was das hier wird. Oh Mann! Oh, der Weltraumfisch schwamm aus einem Fischglas. Oh, sehen Sie gut aus, Blaskovic. Richtig stark, weißt du? Stärker als je zuvor, Mann. Schwimm weiter, Weltraumfisch. Ah, ah, lass mich in Ruhe! Hey, Wyatt, Wyatt! Du machst mir Angst, Mann. Oh, ihr seid doch alle durch. Mann. Ich hatte nur eben diese Vision. Was meinst du mit Vision? Vor unserem Haus lagen unzählige Leichen. Also kroch ich aus dem Fenster und auf sie rauf und grub mich unter sie. Da waren diese magischen Ratten. Sie quiekten mir ein schrecklich wunderbares Geheimnis ins Ohr. Diese Welt ist eine Lüge, Mann. Diese Welt ist eine Lüge. Nein, das ist keine gute Vision. Dein Kopf ist echt im Arsch. Mir geht's gut, Bombarde, geht's schon, ich... Bin nur etwas fertig von diesem ständigen in meinem Ohr. Nein, mach eine Pause, ruh dich aus. Mir geht's gut. Es ist nur... Geh jetzt schlafen. Sofort. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Es ist nur... Und Grace scheint immer noch nicht über den Verlust von ihrem Mann hinweggekommen zu sein. Alles gut, Mann? Joa, geht. Na dann. Schauen wir doch mal. Hey. Schön, dich zu sehen, Grace. Scheiße. Blaskovic, Sie sind ein echt harter Brocken, wissen Sie das? Was ist das? Species Müll aus Roswell. Er hat alles aus der Bodenkontrolle mitgenommen und hier hingeknallt. Hat das Zeug nie ausgepackt. Er war ein guter Mann. War abzusehen. Aber ich konnte nichts tun. Was hat er gesagt? Wann? Was waren seine letzten Worte? Sagen Sie es mir. Er sagte, das war ein außerirdischer Mann. Vollidiot. Reset. Oh, Junge, wie läuft's bei Ihnen? Hallo, Grace. Gehört es Ihnen? Was ist das? Wo haben Sie es her? Specie hatte es aus Roswell, als 47 bei der Absturzstelle gefunden. Sieht aus wie, das kann nicht sein, aber das... Oh, oh Gott. Seth.
Oh Gott, es ist... Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid. Grace. Gleich fängt es an, Grace. Ein Frontalangriff. Sie sollen die Maschinen heiß laufen lassen. Volle Kraft voraus, Schwester. Ja, Ma'am. Wird gemacht. Wir sind unterwegs zur New Orleans-Zone. Kommen Sie, Blaskovic, setzen Sie sich. In der Zone gab es eine der letzten Widerstandsgruppen Amerikas, angeführt von einem Mann namens Horton. Nach dem Krieg baute das Regime Mauern um die Stadt. Und dann trieben sie alle unerwünschten Personen zusammen und brachten sie dorthin. Horton und seine Kameraden stecken da fest und harren unter den schlimmsten vorstellbaren Bedingungen aus. Aber seit den jüngsten Vorfällen hat das Regime den Druck erhöht. Todesschwadronen stürmen die Städte und bringen die Leute um. Gott verdammt, sie töten alle in der Stadt, bis keiner mehr übrig ist. Wir müssen was tun. Dann los. Also ist Ihr neuer Körper denn bereit für die Schlacht? Bereiter als je zuvor. Ich fühle mich unaufhaltsam. Wie ein verdammter Güterzug. Sie sind ein scheiß Güterzug. Also bevor wir in New Orleans ankommen, müssen Sie noch einen Abstecher nach Manhattan machen. Lesen Sie die Einsatzbeschreibung. Aktivieren Sie die Kriegskarte und laden Sie die Infos für Manhattan. Verstanden. Oh, und Blaskovic, ein Gutes hat dieser ganze Mist gebracht. Ja, was denn? Ihre Hinrichtung ist überall in den Nachrichten. Das Regime glaubt, Sie seien tot. Die werden Sie nie kommen sehen. Ja, wahrscheinlich. Okay, Kriegskarte, was wäre das? Wir haben schon viel geschafft, Fishman. Die Leute wachen langsam auf. Und das Regime wird bezahlen. Oh ja, das wird es, mein Freund. So, und jetzt Manhattan, Hammerfaust. Kurs festlegen für den Atombunkerbezirk. Alles klar. Ah, das war jetzt diese Nebenmission, von denen ich gelesen habe. Das, ja, mal gucken, was das wird. Ich hoffe mal, sie sind ein bisschen abwechslungsreich gestaltet. Nicht einfach das, wie bei eventuell anderen Spielen, einfach nur zur Streckung des Spiels. Mal eigentlich immer das Gleiche machen muss. Mal gucken. Die Strahlung da unten ist hoch. Mir kann das ja egal sein, oder? Ups, sorry. Das lief jetzt nicht so wie geplant. Jetzt können wir halt nur noch 100 Leben mitnehmen. Blaskovic, finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt. Genau, bleib du bitte mal da unten. Ah, fuck. Ah, ich verliere auch gerade hier Leben, sehe ich. Müsste ich mich dann gleich nochmal hochheilen. Damit zum Beispiel. Und verkehrt ist es ja nicht. So. Achso. Muss ich mich... Ne. Puh, das war knapp.
So, die werden weg. Nö, nö. Wir leben halt hier so ein bisschen auf geborgter Zeit. Aber es geht eigentlich mit den... Es sind genug Päckchen da, dass wir uns hier ein bisschen hochheilen können zwischendurch. Da wäre halt noch jemand. Ah ja gut, der hat mich sogar gesehen. Und da ist die Rüstung. Ja, wie gesagt, hier einmal eine Salve reingelaufen, komplette Rüstung weg. Es geht halt doch ein bisschen schnell hier. Wir da rein? Scheinbar noch nicht. Wir folgen einfach mal dem Brotkrumen. Ah ja. Da können wir jetzt aber rein. Das Regime hat die gestohlenen Daten in der Kommandozentrale. Sie müssen irgendwie da rein. Dann schauen wir doch mal. So. Sehr gut. Auch wieder Rüstung dabei. Gut. Warte. Ja, könnte ich vielleicht mal tatsächlich nutzen. Ah, schön. Beile, ja. Ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, hier ein bisschen ja, schleichend davor zu gehen. Aber für Notfälle können wir mal ein bisschen stärkere Waffen mitnehmen. Und Munition, ja. Sicher ist sicher. Einiges zum Aufladen. Brauche ich im Moment aber, glaube ich, noch nicht. Ah, hier können wir drunter durch. Schön. Fällt das denn auf? Schlangengift, Schlangenbiss, dankeschön. Ah, und da haben wir gerade Leben verloren. Hat jemand mitgekriegt? Wieso ist die Tür jetzt aufgegangen? Ich hätte gerne meine Beilchen wieder zurück. Ne? Das könnten wir jetzt halt bemannen. Ich würde zuerst aber gern den hier ausschalten. So. Wahrscheinlich haben wir hier dann nochmal so eine Möglichkeit, da durchzuschlüpfen, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Oder wir gehen halt einfach so hin. Ach, wir verlangsamen jetzt auch die Zeit, wenn wir entdeckt werden. Interessant. Machen wir es halt so.
Na komm, bitte die Dings nochmal zurück. Genau, das möchte ich doch gerne nochmal haben. Alles klar, der Kommandant ist erledigt. Wir können uns dann hier noch ein bisschen weiter umschauen, denke ich mal. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.